Ein Pinguin-Schokoladen. Pinguin-Schokolade, wie nennt man das? Kinderriegel, ey! Mehrmals hintereinander das ist lame. Hey Leute, ich bin's, der Claudio, und ihr seid hier auf meinem Kanal. Freunde! Heute gibt's einen weiteren Adventskalender. Wow! Mit dabei ist... Seine Schwester? Seine Schwester, genau. Meine Schwester. Und das ist ein Kinder-Adventskalender, also Kinderschokolade, oder? Genau. Kinderschokolade-Adventskalender. Hinten kann man sehen, was drin ist, deswegen gucke ich mal nicht drauf. Willst du so, hast du Nägel? Mhm. Das Problem ist, ich mag Kinderschokolade, ja, aber ich esse einen Kinderriegel und dann kann ich nicht mehr. Also wirklich, dann kann ich wirklich nicht mehr. Das meine ich wirklich ernst, ich kann da nicht mehr. Ich teilweise aber auch nicht. Ja, guck, siehst du? Nummer 1. Genau, was hat denn gekostet? Warte, lass mich mal kurz gucken. So, der Adventskalender hat 6,49 Euro gekostet. Nummer 1, wo? Unten. Da. Kinder-Mini... Wie? Das ist ein Kinderriegel? Das ist ein Kinder... Warte, ich zeig's euch einmal. Ja, ist ein Kinderriegel. Ja, warte, jetzt will ich schon essen. Nein. Ja. Sind ja nur Mini-Sachen drin wahrscheinlich. Sind nur... Warte. Fokus, Fokus. Okay. Sind wahrscheinlich nur Mini-Sachen drin, aber ich hab mir gedacht, ich zeig's euch einmal. Zwei. Da. Genau. Wie klein ist das denn? Ja. Aber der ist besser verpackt als der andere, finde ich. Ein... Kinder-Schokoladen-Osterei. Nicht Weihnachtsei. Ist cool. Ja, war süß. So, Nummer 3. Kinder Bueno. Ich zeig's euch einmal, immer, weil ihr wisst professionell. Kinder. Stimmt, Kinder-Schokolade kommt Ferrero, ne? Genau, ja. Heftig, wusste ich gar nicht. Nummer 4. Ich hab's gerade auf dem. Kassenbon gesehen. Wieder ein Weihnachtskleines Eichen, so das habt ihr gerade gesehen. Aber es ist etwas größer als das andere. Ja? Nummer 5. Da oben. Hä? Hey, schon wieder? Okay, das ist lame. Dreimal schon ein Schokoladenei. Hm. Nummer 6. Und also, noch zweimal hintereinander. Ja, voll. Das bin ich lame. Zwei haben wir schon. 6. Genau, was man aber sagen kann schon mal. Ich finde das Design cool. Ja, doch. Für 6,49 Euro finde ich es voll okay. Naja, wenn wir am Ende ist, dann 6er. Ein Pinguin-Schokoladen. Pinguin-Schokolade, wie nennt man das? Nicht Weihnachtsmann, aber ein Pinguin. Genau. Aber ist Schokolade, aber als Pinguin. Genau. Nummer 7. Ich merke gerade, ich probiere gar keine Schokolade gerade aus, Freunde, weil es ist einfach nicht... ich habe nicht gerade so Lust auf Süßes. Außerdem kennt man das doch auch. Ja. Wieder Kinder-Bueno, brauche ich euch nicht zeigen. Mini-Kinder-Bueno. Zeig mal die andere Füllung, bitte. Ist genau das gleiche. Also ist ja, ist genau das gleiche. Gar nicht weit oder so. Das war die 7. Wir kommen zu 8. Wieder Kinder-Mini, wie nennt man das? Riegel. Kinderriegel. Mini. Nummer 9. Beim Schneemann. Ist auch da ein Schneemann drin? Kinderriegel, ey! Mehrmals hintereinander das Gleiche. Das ist lame. Ist halt einfach nur zum Naschen da, ne? Ja, Nummer 10. Kinder Bueno. Kinder Bueno. Und auch die normale Füllung. Ja, auch die normale Füllung. Kommen wir zu 11. Deine Rückmacht, wir kommen zu 11. Wir machen bei 12 ein kleines Resümee oder so einen Zwischenstand. Kinderriegel Mini. Wow. Wir kommen jetzt zu 12. Essen Kinder ein Schokoladenei. Und das in der Mitte. Oh, sagt man sorry. Und wir kommen zum kleinen Zwischenstopp. Wir haben die Nummer 12, Halbzeit. 6,49 Euro. Zum Naschen, ich weiß nicht. Nee. Das Ding ist, meine Schwester packt es jetzt gleich in eine Schale und ich wette mit euch, wenn sie mal wirklich so Lust auf Süßigkeiten hat, isst sie das in einer halben Stunde alles auf. Das stimmt nicht. Sicher? Doch, es dauert doch schon ein bisschen. Eine halbe Stunde ist das weg bei dir, komm. Nein. 13. Hä? Ja doch. Oder nicht eine halbe Stunde bei dir alles weg? Nee. Kinder Bueno Mini. Bei unserem Bruder aber schon. Ja, bei ihm schon. Ich habe noch einen jüngeren Bruder und der ist älter als sie, der ist der zweitjüngste, genau. Der kriegt das weg. 14. Meine Lieblingszahl, jetzt bin ich gespannt. Kinder Riegel Mini.
Das ist aber jetzt echt lame. Da ist ja echt ein Knalliger drin. Was ist da wohl drin? Ein Ei. Ein Schokoei. Wir wollen gar nicht hingucken. Das stimmt. Ja. Okay. 16. Ich meine, ey, 6,49 Euro ist okay, aber ich habe mir ein bisschen Abwechslung gewünscht. Ich weiß nicht, ob diese eine kleine Verpackung von Kinder weniger sogar kostet. Ich meine, das ist der gleiche Inhalt. Stimmt. Kinder Bueno. Es gab auf jeden Fall. Was sagst du? Du hast auch diese Schälchen von Kindern. Stimmt. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß gar nicht, ob die auch wirklich so viel teurer sind. Ich glaube, die kosten weniger sogar. Ich muss ein bisschen lauter reden, damit man nicht hört, aber ja. 17. Ja. Dreimal kannst du raten. Ey, ganz ehrlich, aber gab's die umsonst oder wie? Warum wurde das. Produktionsfehler oder so. 17. Kommen wir zu 18. Da oben. Oh nein, schau dir bitte nicht, nein. Wow. 18. 19. So. Wieder Bueno Mini, normale Füllung wieder. Nicht mal White oder so, hä? Nee, 20. Ja, ist was anderes diesmal. Oh, ist ja wirklich was anderes. Ist ein Kinderriegel Mini. Ist nichts anderes, okay. Nee. 21. Ihr seht es auch, weil ich öffne nur noch, also ich philosophiere gar nicht mehr lange drüber rum, weil. Bueno Mini. 22. Da. Kinderriegel oder Bueno wieder, aber ich bin mal gespannt. Ich glaube Bueno. Ja, ist ein Bueno. Oh wow. Hm. 23. Ist jetzt wieder ein Kinderriegel. Ja, ist ein Kinderriegel. Mini. 24. Krankheit vielleicht oder sowas? Oh, immerhin. Wow. Ein Schokoladenschneemann. Cool. So, ich guck mal jetzt hinten nach, was draufsteht. Es gab drinne zwei Schokoladen, ein Weihnachtsmann und einen, nee, einen Schneemann und einen Pinguin. Pinguin. Ein Pinguin, genau. Dann gab es siebenmal Kinder Bueno Schokolade Mini und siebenmal Kinder Schokolade Mini. Riegel, genau. Ne, Bueno gab es sogar achtmal. Und dann siebenmal Kinder Mini-Eggs. Ja. Ja, das war's. Das sind einfach nur vier verschiedene Produkte. Und wenn man den Pinguin und den Schneemann, nee, den, doch, Schneemann, wenn man den Pinguin und den Schneemann auch als einzählt, dann sind es nur vier verschiedene Produkte. Bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Ja, für Menschen, die halt gerne naschen, aber nicht so viel naschen, irgendwie so einmal kurz im Tag eine Kleinigkeit essen, das ist halt gut, aber sonst, ich weiß nicht. Also sorry, aber selbst, guck mal, das ist ja ein Adventskalender. 6,49 Euro ist, finde ich, vollkommen okay. 6,49 Euro ist wirklich nicht viel Geld für einen Adventskalender. Also für die Schokolade schon, auf jeden Fall. Das ist viel Geld für die Schokolade, weil kauft ihr einfach so eine Tüte und ihr habt mehr davon. Und eine Tüte kostet 2 Euro, dann nochmal eine Tüte, 2, 3 Euro, dann habt ihr viel, viel mehr. Ja. Aber für einen Adventskalender ist es echt nicht viel. So als kleine Geste, als Überraschung, wenn man sagt, ey, ich möchte nicht viel Geld für einen Adventskalender ausgeben, ist es doch, dann finde ich schon was Cooles. Und wenn man es halt mag, jeden Tag ein Türchen zu öffnen, man muss halt sagen, das Ganze natürlich nicht so gesund, weil das ist sehr, sehr süß. Aber komm, auf den Aspekt achten wir jetzt mal nicht. Ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst es mich mit einem Daumen hoch wissen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ganz genau, ciao. Tschüss.